Wer es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Menschen für gregorianischen Gesang zu begeistern, braucht das richtige Setting. Im Dom zu Lübeck würden Gregorian Grace heute gerne ihren bislang größten Erfolg feiern. Die Produktion ist frisch auf dem Markt, das Team hat erst 8 Termine gespielt und ruckelt sich immer noch zurecht. Aber die Sylter Showmacher von Wolf Concerts sind optimistisch. Es wird schon funktionieren. Ja, bestimmt. In Lübeck spielen sie nun vor maximal erlaubten 500 Gästen und damit vor ihrem bislang größten Publikum. Die Sängerinnen und Sänger kommen aus Polen und kennen den gregorianischen Gesang seit ihrer Kindheit. Dzień dobry. Dzień dobry. Every day. Yes. That's how you run around. I believe that's true. It was the first time. Okay. It's the very first time in my life. How does it feel? How? It's very difficult to hear something. Yeah. Oh, that's better. Aber es macht halt schon was her. Und wer in Zeiten der Pandemie eine neue, erfolgreiche Show im Feinschmecker-Genre Gregorianik etablieren will, muss alles geben. Sind Sie schon heiß auf den Cantus Choralis? Ja, sind wir. Ja. Auf jeden Fall. Heiß wie Frittenfett. Nur nicht textsicher. Unter dem mittleren Latinum hätte jeder Mitsingversuch tatsächlich wenig Aussicht auf Erfolg. What's the first thing you would teach me? Say Ave Maria. What is it? Maybe pronunciation of Latin language. All right, that's important. The Latin, yeah. Latin language is a great problem. Für die zweite Hälfte der Show schlüpft die Gregorianik in ein poppiges Gewand. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on a heaven's door. It was quite difficult to sing songs. For example, I sing a solo in Take On Me. Take On Me is very fast, yeah. And energetic song, but in the Gregorian way. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway, and so on and so on. That's so beautiful. Thank you. Mit der raffinierten Kombination aus traditionellem Gesang und gregorianisierten Popsongs will das Team mehr Menschen für die Stilistik interessieren und auch kulturellen Background liefern. Haben Sie aufgepasst, wieso die Gregorianik Gregorianik heißt? Das wurde im Intro verraten. Nicht so wirklich. Ich habe aufgepasst, aber ich habe es nicht. Das war der Papst, Gregor der Erste. Was war die Geschichte? Da war eine Taube. Ach ja, richtig, die Taube. Dass ihm eine Taube auf der Schulter gesessen hat und ihm die Gesänge eingeflüstert hat. Das könnte sein. Ich bin mir sicher, dass es exakt so gelaufen ist. Lübeck wird der erhoffte bislang größte Erfolg der Truppe. Glückliche Gäste und die Station ist als erste der Tour aus eigener Kraft wirtschaftlich. Für diesen Abend brauchen die Veranstalter keine Corona-Wirtschaftshilfen. Im Februar kommt die Show nach Kiel. In the world.